Mit Plugins kannst du die Grundfunktionalität deiner WordPress-Installation erweitern. Welche Plugins sinnvoll sind und wie du sie installierst, zeige ich dir in diesem vierten Video meiner Serie in 10 einfachen Schritten zum eigenen Blog. Hi, ich bin Udo und du schaust So geht Bloggen. Um den Funktionsumfang unserer WordPress-Installation zu erweitern, fügen wir heute einige Plugins hinzu. Und damit dieses Video nicht wie beim letzten Mal wieder in Spielfilmlänge ausartet, legen wir auch direkt los. Ja, wir beginnen wieder im WordPress-Admin-Bereich und klicken vom Dashboard auf Plugins, denn die wollen wir heute installieren. Hier stehen nachher die ganzen installierten Plugins, zeige ich euch dann. Und im Moment haben wir ja auch gar nichts anderes zur Auswahl als Plugins installieren. So, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es hier die Vorschläge, die WordPress uns automatisch unterbreitet, aufgeteilt nochmal nach populär und empfohlen und so weiter. So, und es ist natürlich verlockend, jetzt hier überall mal auf jetzt installieren zu klicken und gucken, was passiert. Da kann ich euch aber absolut nur von abraten, denn Plugins sollte man wirklich nur installieren, wenn man diese wirklich braucht. Denn jedes Plugin verlangsamt letztendlich eure WordPress-Installation, weil zusätzlicher Code ausgeführt wird. Und dementsprechend solltet ihr hier nach dem Prinzip so viel wie nötig, so wenig wie möglich arbeiten. Und tatsächlich dann auch nur die Plugins installieren, die ihr braucht. Und ich habe meine Liste schon fertig. Das heißt, ich brauche mich hier auch nicht inspirieren lassen. Yoast SEO steht aber zum Beispiel auf meiner Liste drauf. Und deswegen zeige ich euch einfach mal ganz kurz an dieser Stelle, wie man von hier installiert. Man klickt nämlich einfach nur auf diesen Button. Und alles Weitere passiert im Grunde schon im Hintergrund und mehr braucht man schon nicht zu tun. Wenn das Plugin installiert wurde, muss man noch auf Aktivieren klicken, damit es dann auch ja, quasi angeschaltet wird und man landet wieder im Plugins, in der Plugins-Übersicht und sieht hier, Yoast SEO ist installiert und aktiviert. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man Plugins installieren möchte, wenn man weiß, wie diese heißen. Und dazu geht man hier auf die Suche und gibt ein, zum Beispiel Cookie Notice. Am besten ist immer, wenn man auch dann weiß, von welchem Hersteller dieses Plugin ist. Also wenn ihr mal euch irgendwo in irgendeiner Gruppe oder Forum erkundigt, zum Beispiel in dieser Facebook-Gruppe zu diesem Kanal, ja, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, dann macht es durchaus Sinn, sich auch den Autor mit angeben zu lassen, weil man sieht hier natürlich Cookie Notice von DFactory, Cookie Notice, Cookie Notice Bar, also alles sehr ähnlich, EU Cookie Notice und oftmals werden da halt, also hier zum Beispiel, bei der Installation seht ihr gleich, steht da nur Cookie Notice und jemand wird euch empfehlen, Cookie Notice zu installieren. Und ihr werdet dann eventuell dieses hier installieren, weil ihr ja halt als Namen Cookie Notice genannt bekommen habt. Also fragt am besten auch immer direkt den Autor mit ab, damit ihr da letztendlich das Richtige installiert. Hier unten sieht man immer, wie viele aktive Installationen es gibt, also über 400.000 und 245 Leute haben dieses Plugin bewertet, insgesamt ein 5-Sterne-Rating, also wie man das zum Beispiel von Amazon kennt. Und Plugins mit so einer guten Bewertung, die könnt ihr natürlich bedenkenlos installieren. So, auch hier wieder aktivieren klicken einmal. Und dann haben wir auch dieses installiert. So, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die kann ich euch jetzt nicht im Detail zeigen, weil ich kein gekauftes Plugin habe. Wenn ihr mal über irgendeinen Anbieter ein Plugin kauft, dann werdet ihr eine ZIP-Datei von dem bekommen. Na, also ZIP-Format. Und hier müsst ihr dann Plugin hochladen, Datei auswählen, ihr wählt die Datei aus und klickt dann auf Jetzt installieren.
Und im Grunde ist dann alles genauso, als wenn ihr hier unten jetzt installieren klickt. Das Plugin wird im Hintergrund hochgeladen, installiert und ihr braucht dann auch nur noch auf Aktivieren klicken und das Plugin ist einsatzbereit. So, ich skippe jetzt mal kurz, bis alle meine Plugins installiert sind. Braucht ihr ja nicht dabei zugucken und dann sage ich kurz was dazu, was die so machen. So, ich habe mich erstmal auf diese fünf hier beschränkt und zwar geht es dabei einmal um die Cookie Notice, das ist dieser Hinweis für die Umsetzung der EU-Cookie-Richtlinie, der einmal unten auf der Seite angezeigt wird oder wo auch immer man den platziert, dass halt Cookies verwendet werden. Den solltet ihr auf jeden Fall drauf machen. Noch ist das Ganze so ein bisschen Grauzone, aber letztendlich seid ihr da auf der sicheren Seite, wenn ihr diesen Hinweis drauf habt. Dann haben wir Google Analytics, um halt unsere Besucherzahlen zu messen und zu sehen, was auf der Seite passiert, welche Seiten besonders oft angeklickt werden, Beiträge angeklickt werden und so weiter. Also hier drüber kann man Besucherströme messen und Besucherverhalten. Dann haben wir Lazy Load, das sorgt dafür, dass Bilder erst geladen werden, wenn die in den Viewport gelangen, also wenn man die Seite aufmacht und ganz unten auf der Seite ist ein ziemlich großes Bild, dann wird dieses Bild nicht geladen, wenn man die Seite aufruft, sondern erst wenn man nach unten scrollt und dieses Bild in den sichtbaren Bereich kommt. Dadurch wird die Seite ein bisschen schneller geladen, freuen sich die Besucher drüber. Dann haben wir WordPress Related Posts, das ist ein Plugin, wo man habt ihr bestimmt schon mal auf irgendwelchen Seiten gesehen, nach dem Prinzip, das könnte dich auch interessieren. Also wo man ähnliche Beiträge querverweist und die Besucher somit auf der eigenen Seite ein bisschen lenkt und weitere Vorschläge macht, welche Beiträge für den Besucher interessant sein könnten. Und zu guter Letzt haben wir noch Yoast SEO, hatte ich gerade schon mal ganz kurz gesagt. Damit kann man seine Suchmaschinenoptimierung ein bisschen besser gestalten, ein bisschen einfacher, nimmt ein paar Sachen ab und sollte man auf jeden Fall drauf haben. Insgesamt wird es wahrscheinlich nicht bei diesen fünf bleiben. Vielleicht habt ihr gute Tipps für weitere Plugins, die ihr immer benutzt, vielleicht auch andere statt denen, die ich hier habe. Wir werden hier mit Sicherheit auch noch ein paar ergänzen müssen. Spam-Schutz, und Newsletter-Anmeldung und so weiter, also was sich dann so ergibt. Aber wie vorhin schon gesagt, ich installiere die immer so, wie Bedarf da ist und nicht einfach mit der Gießkanne, so dass die Seite nachher stinklangsam wird. Und diese Vorgehensweise würde ich also auch jedem empfehlen. Auch wenn ihr mal irgendwann Plugins nicht mehr braucht, dann schmeißt die auch runter. Also lasst die nicht einfach liegen. Die nehmen euch Ladezeit und ja, haltet die einfach so minimal wie möglich. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal. Die einzelne Konfiguration gehe ich jetzt nicht durch, die sind eigentlich relativ selbsterklärend. Wenn Fragen dazu sind, einfach in die Kommentare schreiben, in die Facebook-Gruppe schreiben, die ich gerade schon mal erwähnt hatte. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten machen wir so weiter. So, das ging schnell, oder? Unser WordPress ist fertig eingerichtet und im nächsten Video beginnen wir damit, erste Inhalte einzufliegen. Wir werden eine Seitenstruktur erstellen und ein erstes Menü anlegen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt den Kanal, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie dein Blog erfolgreich wird. Ich sage Tschüss und Ciao, Ciao.